Ja, herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Videoreihe über mein neues Modellbauprojekt. Wie ihr an den Bildern schon sehen könnt, geht es um das Feuerwehr-Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Golmbo im Maßstab 1 zu 72, etwa um die Jahre 94-95. Links sehen wir ein Archivbild aus der damaligen Zeit, rechts ein aktuelles Foto. Man sieht schon, im Laufe der Zeit hat sich einiges verändert. Das kleine Tor ist einem größeren gewichen, der Schriftzug über dem linken Tor wurde durch ein Schild ersetzt. Und den gepflasterten Parkplatz links, den gab es noch gar nicht. Hier auch nochmal ein Dank an die Kameraden Basti und Wolfgang, die mir die alten Baupapiere zukommen ließen. Ohne die wäre es echt schwierig geworden, die entsprechenden Größen der Wände, Türen und Tore umzurechnen. So, los geht's. Das hier ist die Grundplatte aus Holz, 30x40 cm, und obendrauf eine Schicht Gips, die ich als erstes mal glatt geschliffen habe. Als nächstes erstmal grob mit dem Edding die Wände markiert, wie sie nachher stehen sollen, und gucken, ob das alles so passt von den Proportionen her. Da das Gelände um die Feuerwehr sehr stark abfällt, habe ich mal versucht, in meinem alten Schulwissen die Steigung zu errechnen. Seht es mir nach, wenn die Gleichungen vielleicht nicht 100% korrekt sind, aber ich meine, errechnet zu haben, dass es etwa 5 Grad ansteigend ist. Das Ganze dann noch im Maßstab 1 zu 72 umgerechnet, hat etwa ergeben, dass das Gelände auf der einen Seite der Platte 2 cm höher sein musste als auf der anderen Seite. Deswegen muss ich noch eine Schicht Gips auftragen. Um das zu erreichen, habe ich mir Balsaholzplatten genommen, um den ganzen Sockel einmal einzurahmen. So, jetzt wird also die zweite Schicht Gips aufgetragen. Die Balsaholzplatten sollen nur dafür sorgen, dass das Gips nicht an den Seiten drüber läuft. So, das Ganze muss jetzt erstmal trocknen, deswegen ist das jetzt das Ende des ersten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Ihr könnt das Video auch teilen oder Kommentare schreiben, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Bald gibt's mehr.